Jo, da grätsch ich am Ende noch mal rein. Und zwar, ich habe jetzt, ich muss erst mal gucken, wo die App ist. Da ist er. Ich habe den S6 jetzt zweimal durch die Bude geheizt. Er schafft die Stufe. Bin von der Lautstärke bin ich jetzt gerade noch ein bisschen überrascht. Das habe ich nicht aufgenommen, weil die Kleine war halt unten und deswegen jetzt hier am Ende nochmal sowas. Von der Lautstärke war ich sehr überrascht. Der ist ziemlich leise. Schnell und flink war er auch. Ich habe in der App jetzt schon ein bisschen was gemacht. Wie gesagt, das ist jetzt nur erstmal hands-on, also praktisch das erste Mal benutzen. Ich werde den jetzt eine Weile benutzen. Ich zeige euch auch gleich die Karte, die er erstellt hat und so. Ich werde den jetzt eine Weile benutzen und dann kommt natürlich nochmal ein Fazitvideo und mal gucken, was ich dann noch so, wenn ihr da Fragen habt, was ich dann noch als Video mache. Aber ich wollte unbedingt am Ende halt noch sagen, dass der sehr positiv, also dass ich sehr positiv überrascht bin. Er hat zwar die Stufe jetzt am Anfang nicht geschafft, jetzt wo ich das Video gemacht habe, aber wo ich dann die Basis, die wird hier auch auf der Karte angezeigt, das werde ich euch auch gleich zeigen, die findet da zielgerecht sofort wieder. Und er fährt hier rüber und zurück und vor und zurück. Ich habe ihn jetzt erstmal nur saugen lassen, nicht wischen. Wischen kommt morgen dran. Auch die Basisstation, ich habe mit diesem Plasteteller, habe ich ziemlich nah am Schuhschrank dran. Also eigentlich genau am Schuhschrank dran. Der eckt nirgendwo an, der fährt hier zielgerecht darauf und ohne Probleme. Also richtig klasse. So, ich muss auch noch Routinen einstellen. Ich habe jetzt erstmal nur Räume erstellt und virtuelle Wände gemacht und Zonen erstellt und so ein bisschen rumgespielt. Routinen kommen auch noch, damit muss ich mich jetzt erstmal noch ein bisschen beschäftigen. Ja, Routinen halt, wann er losgehen soll. Also dass er, sagen wir mal, um 9 soll er oder um 10 Uhr soll er losgehen. Und dann soll er, was weiß ich, Flur machen. Oder dann soll er später dann Schlafzimmer machen oder alle gleich zusammen. Früh ist ja hier die Tür noch zu. Da braucht er dann eigentlich nur Flur und Schlafzimmer machen. So, ich zeige euch jetzt mal. Der konnte jetzt auch noch nicht alles einscannen vom Schlafzimmer. Der hat da oben, hier oben ist halt mein Schrank. Da ist mein Lowboard. Hier oben mit dem Fernseher, also die Aussparung, da ist der Fernseher. So, und das große hier, das ist mein Boxspringbett. Hier ist halt eigentlich eine Wand, hier ist meine Couch. Da geht jetzt hier so runter. Und dann ist hier zwischen eigentlich eine Wand. Und hier stehen jetzt gerade ganz viele Kartons, weil ich ganz viel aussortiert habe, was ich bei eBay Kleinanzeigen verkaufen möchte. Deswegen konnte der da nicht hin. Und dann ist hier eigentlich, wartet, hier ist auch noch ein Schrank, da. Also im Schlafzimmer und hier steht auch der Kratzbaum und ja, aber naja, Schlafzimmer ist halt nicht so groß, halt Schrank, ein Bett und da hast du vorne so ein bisschen Platz und einmal ums Bett rum, also das ist nicht riesig. Küche habe ich eine virtuelle Wand gezogen und Badezimmer auch, wie ihr sehen könnt, dass er da nicht ewig versucht, da irgendwie ranzukommen, weil da weiß er dann, da darf er nicht hin. Er kommt sowieso nicht hin über so eine Schwelle. Also 19, naja, so 9 cm Schwelle habe ich im Badezimmer, Küche nur 5 oder 6 cm. Da kommt er nicht drüber. Meine Kamera pegelt sich gerade nicht ein. Scheißegal. Da habe ich virtuelle Wände gezogen, dass er da auch wirklich nicht immer gegenbummert und dahin will, weil mit dem Radar kommt er ja rein. Also mit dem Laservermessung. Er sieht ja, dass da was ist. Ich habe es jetzt nicht versucht. Ich bin gleich auf Nummer sicher gegangen. Also deswegen zack, bumm, Wände reingezogen. Dann weiß er, da kann ich nicht hin. Und hier ist er gerade, der Roboter. Also man sieht auch die kompletten Wege. Ich werde mal gucken, dass ich das hier irgendwie zoomen kann. Ja. So. Da ist er gerade in der Ladestation. Die Ladestation wird auch auf dem, also die seht ihr ja, er eckt da so ein bisschen am Schrank an. Er eckt aber nicht an. Da ist der Schuhschrank und dann kommt noch ein Schuhschrank. Und mein Regal, oben sind für meine Jacken, meine Kleiderhaken und das alles. Mein Odin-Brett, das kennt er ja alles noch. Aber das Grüne wird immer angezeigt und hier blinkt er jetzt, weil er fertig ist mit Laden. Ja. Und er wird auch zeitnah, wird das hier aktualisiert auf der Karte. Hier mit den Kreisen, da sind halt die Stuhlbeine und Tischbeine.
Da ist die Couch. Quatsch, der Oh, sag schon, der Wohnzimmertisch. Und daneben, davor ist gleich die Couch. Mein Fernseher. Hier hat er zwar eingescannt, dass man da rein kann, aber da kann er nicht rein. Da ist ja der Lowboard. Also, und der Fernseher ist ja hier, hängt ja an der Wand, deswegen hat er hier ein bisschen gesagt, da ist was, aber da ist nichts. Also er kommt da nicht durchgefahren. Und was machst du denn jetzt hier? So. Hier bei der Heizung, also hier kann er dann unterm Schrank durchfahren. Das ist hier, das ist praktisch da, hier unten. Da kommt er trotz Stativ lang, aber da in die Ecke kommt er nicht rein, weil da steht die Bassbox. Deswegen kann, und die Heizung, deswegen kann er, zeigt er da schwarze Kanten. Da bin ich echt sehr positiv überrascht. Das ist richtig, richtig cool. Hier draußen hat er auch noch, seht ihr das? Das ist mein Balkon. Also wo er lang gefahren ist, hat er da noch teilweise die Geländer von meinem Balkon erfasst. Aber da kommt er natürlich nicht hin. Und hier hat er auch so ein bisschen was, so schwarze Streifen. Das ist nicht defekt oder so. Da hat er so ein bisschen durch die Scheibe, weil da ist so ein Aufkleber auf der Scheibe drauf. So ein bisschen durch die Scheibe ist er durchgekommen. Da ist dahinter, hier hinter ist Kinderzimmer. Also von meiner Tochter ist praktisch, das geht dann bis hier runter und dann geht es halt wartet, hier lang. So lang. Ja? Also praktisch hier so. So, das was ihr alles seht, das schließt mit der Küche ab. Das hier unten ist alles Kinderzimmer. Ja. Das wollte ich euch nur mitteilen. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Und vor allen Dingen, er hat überhaupt keine Probleme gehabt. Also jetzt so im Betrieb. Ich habe ihn leer laden lassen. Die Software hat immer neu gesagt, ist ein Update da. Ich habe mir jetzt auch auf dem Desktop, da habe ich mir dann so eine Direktverlinkung zum Roboter hin gemacht. Dann brauche ich nicht immer ein Xiaomi-Gerät. Da komme ich, dann habe ich da das Gerät verlinkt vorne und dann drücke ich drauf und dann komme ich direkt dahinter. Angeklickt, bumm, bin ich direkt beim Roboter. So, da brauche ich nicht. Wenn ich Xiaomi öffne, Xiaomi, dann Roboter und dann dahin. Und dann sucht er. Funktioniert richtig klasse. Und dann, ich habe ihn erstmal laden lassen. Also das Update hat noch eine Weile gedauert. Dann habe ich ihn laden lassen. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, schickst mal los. Hab hier alles hochgeräumt, dass er wirklich alles vernünftig scannen kann. Und das hat er dann auch gemacht. Und hab auch gleich eine Karte drin gehabt. Beim zweiten Mal auch. Also die Karte bleibt auch gespeichert ohne Probleme. Ich habe keine Möglichkeit, dem jetzt zu sagen, zu steuern. So wie mit dem anderen. Da sind ein Hierherlotse oder so. In der App soll es wohl so sein, man kann auch rote Zonen, also wenn ich jetzt hier einen Teppich haben würde, könnte ich da halt ein rotes Viereck drüber machen, da nicht machen. Dann würde der auch da nicht langfahren, weil ich will, den Wassertank muss ich noch drunter machen, da muss ich mich noch ein bisschen mit beschäftigen. Also ich habe mir jetzt erstmal nur so Wassertank beschäftigen, einfach drunter, dann macht der schon, aber das will ich halt alles noch testen. Schnellware, Gutware. Ich finde, dass das auch, was mir sehr positiv aufgefallen ist, was auch ein Kaufgrund war, dass man den von oben den Behälter lösen kann. Also da einfach aufmachen, Behälter raus. Das ist sehr leicht, das ist richtig geil. Ich brauche nicht immer unten, weil bei dem anderen habe ich immer raus, beim anderen kriege ich unten, hinten raus. Pff, zack, ist kein Problem. Aber rein ist immer so ein Problem. Und dann verkantet und dann, oh, dann musste drei, vier Mal versuchen. Ich bin ja auch ein bisschen Grobmotoriker. Da hatte ich so ein bisschen Probleme. Aber mit dem überhaupt kein Problem. Deckel auf, ausgeleert, rein, Deckel zu, fertig. Super. Kann ich mich echt nicht beschweren. Ist wirklich ein klasse Teil. Also ich habe da wirklich keinen Fehlkauf gemacht. Kann wirklich bis jetzt auf jeden Fall Daumen hoch. Jetzt kommt erstmal die Testphase. Jetzt muss ich mich da erstmal ein bisschen mit beschäftigen, wie er jetzt ist. Ich habe, wie gesagt, die Karte habe ich mir erstellen lassen, habe dann virtuelle Wände gemacht, Zonen eingestellt. Ich habe auch die Räume benannt. Du kannst dann halt auch in der App kannst du auch sagen, weil er hat ja jetzt keine Räume großartig gemacht. Er hat also
Badezimmer, Küche und Flur war ein Raum. Er ist zwar nicht hingekommen, aber es war ein Raum. Er hat erkannt, dass Schlafzimmer und Wohnzimmer zwei verschiedene Räume sind. Also das hat er ohne Probleme erkannt. Ja, also die, aber halt hier die anderen Wehen waren halt hier auch noch gelb. Ja, und bevor ich dann halt die virtuellen Wände gezogen habe, da hat man dann Räume. Nee, warte mal, Zonen. So. Nee, wo waren das? Das war Zonen, wo waren das, wo waren das, wo waren das? Achso, hier war es drauf. So, hier unten, genau. Wenn ich denn hier unten drücke, da, bei alles, ja, da kann ich dann halt hier Sperrzone zum Beispiel machen. Da könnte ich dann halt eine virtuelle Wand oder eine Sperrzone. Eine virtuelle Wand ist diese rote Linie, die habe ich gemacht. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, zack, packe ich einfach so drüber, dann würde der nicht mehr ins Wohnzimmer fahren. Für eine Weile. Ja? Brauchen wir nicht. Ist Quatsch. Vorlagespeicher? Nein. So. Dann habe ich die Möglichkeit, Karte wiederherstellen. Wenn ich aus Versehen eine wenn ich die Karte jetzt lösche, könnte ich eine neue Karte wiederherstellen. Karte sichern. Karte verwenden. Also ich habe hier die gleiche Karte drin. Achso, der hat sie hier um 18:37, 16:53. Also der macht jedes Mal eine Karte und überprüft, ob irgendwas sich geändert hat. Und dann kann ich das tauschen. So, dann habe ich Zonen bearbeiten. Wartet, ich gehe nochmal zurück. So, obere Punkt ist Zonen bearbeiten. Das habe ich gemacht. Zack. Und da kann man dann sagen, hier ist, das ist ein negativer Punkt. Die App geht nicht darauf ein, dass ich mein Handy ein bisschen kleiner ist. Also die schreibt so ein bisschen drüber. Also das ist wirklich so. Ich kann auch nicht schräg machen. Da passiert gar nichts. Ja, also da denke ich mal, über ein Tablet vielleicht ein bisschen besser. Aber man kann alles lesen. Ja, ja, da hast du dann ganz hinten Raum benennen. Da kannst du halt, klickst du dann hier einfach rein und dann, ja, jetzt steht halt Wohnzimmer und ich könnte das halt bearbeiten. Normalerweise ist es dann nur so ein Haken und dann könnte ich halt sagen, wie der Raum heißen soll. Dann haben wir Raum teilen. Das ist das in der Mitte mit dem gestrichelten Strich. Ja, und dann kann ich, habe ich dann einfach Badezimmer geteilt vom Flur und Küche auch geteilt. Ich habe einmal einen langen Strich gemacht. Badezimmer und Küche gleichzeitig getrennt. Das ging nicht. Dann habe ich nur das Badezimmer getrennt. Dann wollte ich die Küche noch trennen. Das hat auch nicht gleich funktioniert. Dann brauchte ich 2-3 Mal. Musste ich da machen, bis er das erkannt hat, dass er die Küche trennen soll. Und dann hat es funktioniert. Also so eigentlich hat alles super funktioniert, außer das Problem mit der Küche. Wo da das Problem war, vielleicht habe ich falsch positioniert oder so, das kann ich euch nicht sagen, das weiß ich nicht. Wir können auch Räume, das erste ist hier auch hier unten Räume zusammenfügen. Also wenn ihr jetzt, wenn der jetzt hier erkannt hat, zum Beispiel, ihr habt Wohnzimmer mit Küche zusammen und der hat Küche als Küche erkannt und Wohnzimmer als Wohnzimmer, kann man da, oder ihr habt ein großes Wohnzimmer mit einem Essbereich und der hat da auf immer 2 Räume draus gemacht, wo eigentlich nur ein Raum ist, dann könnt ihr dann halt sagen, hier Räume zusammenfügen, dann könnt ihr die markieren und dann macht er aus 2 Räumen einen Raum. Das geht auch. Habe ich ein bisschen getestet. Ich habe halt Küche wieder rausgenommen, Badezimmer rausgenommen. Küche war ich froh, dass er drin ist. Badezimmer wieder reingemacht. Das hat alles funktioniert. Ich könnte jetzt aus Schlafzimmer, Flur, Wohnzimmer einen Raum machen, ist aber Quatsch. So habe ich 3 Räume und kann denen dann halt dementsprechend auch Befehle geben. So, wir können hier, können wir dann Reinigung sagen, wie viel oft er reinigen soll und sowas alles und Zonen hinzufügen. Ja, da können wir bestimmte Zonen sagen, da sollst du jetzt machen und dann macht er das. Ich muss mich aber, wie gesagt, damit noch ein bisschen auseinandersetzen. Wir haben auch hier sanft, leise, balanciert, Turbo und Max. Ich habe auf Max stehen, also er kann ruhig mit Maximum saugen, also das kannst du auch in der App einstellen. Wir haben auch die Möglichkeit, doch, hier haben wir eine Fernsteuerung. Ich habe die Fernsteuerung gerade gefunden. Nach dem Software-Update war die zu sehen.
Wireless virtueller Joystick und ach, wie gesagt, ich habe noch nicht alles testen können. Wo war denn das? Ich habe jetzt auch kann auch den umbenennen, ich kann auch Szenario sagen. Ich muss mal gucken. Wo haben wir das Szenario? Smart Szenario. Also hier, warte mal, Firmware aktualisieren. Also ich bin jetzt auf der aktuellen Firmware und wenn ich jetzt hier unten raufklicke, dann sagt er auch halt nicht, dass ich irgendwie Software-Update habe. Smart Szenario. Da können wir unser eigenes Szenario erstellen. Dann muss ich mich noch rantesten. Ja, Protokoll und sowas alles kann ich jetzt hinzufügen. Wann und dann. Also könnte ich jetzt sagen, zum Beispiel Timer. Früh um 9 Uhr. So, ich muss mal schnell. 3, 2, 1, 0. Früh um 9 Uhr. So. Und dann kann man oben sagen, Wochentage, jeden Tag. Also da kann ich dann sagen, jeden Tag früh um 9 Uhr. Zack. So, dann ist das so gespeichert. Soll er hinzufügen. Szene ausführen. Szene ein- und ausschalten. Benachrichtigung an Gerät senden. Verzögerung. Also könnte man auch sagen, eine Verzögerung. Wir wollen eine Szene ausführen. Ich habe keine Szene erstellt. Szene ein- und ausschalten habe ich auch nicht erstellt. Benachrichtigung an Gerät könnte ich jetzt. So, okay. Und dann habe ich das gespeichert, dass ich jeden Tag um 9 Uhr eine Nachricht an mein Gerät sende. So, okay. Bitte schön. Was meldest du dich denn jetzt? So. Smart Szenario. Hier war aber auch irgendwo Szenen Standortverwaltung. Da habe ich jetzt Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, weil ich die Räume ja erstellt habe. Die könnte ich auch separat löschen, will ich ja nicht. Und Flur habe ich benannt, weil er am Flur steht. So. Da habe ich auch einen Haken. Kann auch neue Räume dazu backen. So, Roboter löschen, weitere einstellen. So. Smart Szenario. Weil das habe ich, vorhin einmal gefunden gehabt und dann nicht mehr. So, und zwar eine Szene ausführen. Ich habe hier vorhin irgendwo gefunden, dass der eine Szene machen soll. Also nicht, der Roboter soll keine Szene machen. Der soll eine Szene, also da kann man Szenen erstellen. Aber ich habe es seitdem, ehrlich gesagt, nicht mehr wiedergefunden. Smartes Szenario, meinen Roboter suchen. Wenn ich hier meinen Roboter suchen mache. Hey, hier bin ich. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Hey, hier bin ich. Dann sagt er, hey, hier bin ich. Und dann kann ich gucken, wo das herkommt. Ich kann auch ein paar Mal drücken. Hey, hier bin ich. Ich hoffe, das kommt also ein bisschen rüber. Aber wie gesagt, ich habe dieses Szenenerstellen hier noch nicht gefunden. Also ich hatte es einmal drinne, Kundenservice, Warnung, bla 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 bla, Roboter Lautstärke, ist auf lauteste Stärke. Also, oberste Lautstärke, ihr wisst, was ich meine. So, und hier, ich habe eingestellt halt die Zeit von 8 bis 8 soll er, weil nach 8 ist streamig und da will ich ja hier Ruhe haben. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht das gefunden, Räume, so, mit den Szenen erstellen. Wie gesagt, nur dieses Smart-Szenario und da sagt er dann halt, so, dann soll er eine Szene ausführen für diesen Roboter. Smart Clean, Pause, das kann ich hier unten klicken, das ist da. Aber ich denke mal mit den Szenen, das ist so, weil die ja hier so viele Sachen drin haben. Szene ausführen, dass ich das vielleicht nicht direkt bei dem Robo-Bereich habe, sondern wenn ich direkt die Mi-App öffne, dass es da sich irgendwo verbirgt, ja, dass man hier so zulassen. So, manuell hinzufügen. Ich kann jetzt hier Geräte manuell hinzufügen. Zulassen.
So. Automatisiert. Zack. Manuell. Zähne. So. Einschalten. So, da könnte ich jetzt hier, hier kann ich irgendwie Szenen machen. Damit muss ich mir aber echt noch auseinandersetzen, weil das ist teilweise hier ein bisschen komisch erklärt. Nachrichten, also er schickt mir ständig Nachrichten. Reinigung abgeschlossen, also Nachrichten schickt er mir am laufenden Band. Also jedes Mal, da muss ich mal gucken, dass ich das noch deaktiviere. Weil ich will nicht unbedingt jede meine Nachricht kriegen, wenn er hier die Reinigung abgeschlossen hat. Der muss mir ja nicht ständig benachrichtigen. Das ist mir Jacke wie Hose, Hauptsache der macht sauber. So, wie gesagt, das war jetzt nur hands-on. Erster Zwischenbericht. Mehr sollte das jetzt auch nicht gewesen sein. Praktisch nach dem Auspacken, erster Tag. Jetzt bin ich am Testen weiterhin und dann werde ich halt, wie gesagt, ein Video machen, wenn ich, also ein Fazitvideo, wenn ich dann fertig bin mit dem Testen. Aber vom ersten Gesamteindruck auf jeden Fall schon mal Daumen hoch. Also richtig klasse. So, dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich sag nochmal, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich habe auch schon geguckt, weil ein Kumpel von mir auch gefragt hat, wie sieht's aus. Achso, ein Handy brauche ich da nicht zeigen. Der hat nämlich die Schwiegervater? Scheiße, was hat er mir erzählt? Schwiegervater hat er, glaube ich, gesagt, hat den S5 oder S50. Und er will sich halt jetzt auch den, er wartet jetzt bei mir ab, was ich jetzt sage, will sich den auch holen. Und Schwiegervater sein S50 ist im Arsch gegangen. Aber der hat halt noch die Ladestation und so einzelne Sachen. Und ob die kompatibel sind. Und soweit ich jetzt rausgefunden habe, ja, die sind sehr kompatibel. So, nichtsdestotrotz, ich verabschiede mich. Ihr habt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.